Guten Tag, mein Name ist Pater Alexei. Ich bin der Direktor von Radio Maria in der Ukraine. Und hier befinde ich mich. Ja, was ist das hier? Ihr könnt diese ganzen Dinge hier sehen. Das ist eine unterirdische Zufluchtsstätte, wo die Menschen sich verstecken vor den russischen Bomben, vor den Raketen. Wir haben hier in Kiew täglich ungefähr 5-6 Mal den Alarm gegen den Luftwind. Wenn es eben Fliegeralarm haben wir, also wenn Bomben fallen könnten, und die Menschen schlafen hier auch. Ihr seht das. Es sind auch Kinder hier, die sich verstecken müssen. Das sind also so die Umstände, unter denen mein Volk sich jetzt hier gerade versteckt. Wie sieht die Situation aktuell in Kiew aus? Relativ ruhig. Noch heute Morgen haben wir diese Explosionen gehört. In der vergangenen Nacht, ungefähr gegen 11, 12 Uhr, sind Raketen in ein ziviles Viertel gefallen über einen Supermarkt, so ein Einkaufszentrum, das zerstört wurde. Deshalb verstecken die Menschen sich. Unsere Armee verteidigt sich, aber das Problem ist eben diese Luftangriffe. Deshalb bitten ja die Ukrainer darum, auch die anderen Länder des Westens, dass der Luftraum gesperrt werden soll. Für uns ist es so, wenn wir nachts schlafen gehen, wissen wir manchmal nicht, ob wir morgen, am nächsten Morgen wieder aufstehen werden, denn nachts werfen die Russen oft eben die Bomben ab. So bitten wir euch darum, für die Ukraine zu beten. Und danke für eure Hilfe und für eure Gebete. Danke.